I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you libertas how. Libertas how. Hallo, hier bin ich mal wieder. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem nächsten Abschnitt. Dann quatschen können wir hinterher noch. Ehrlichstedt, August 2015. Amtsleiter Udo Gammelhieb atmet schwer. Neuerdings hasst er sein Leben. Er hasst den Sommer, er hasst das knausrige Amt, das noch nicht einmal mehr eine vernünftige Klimaanlage zur Verfügung stellt, die ihm ermöglicht, einen Tag im Büro zu verbringen, ohne sein Hemd nass zu schwitzen. Er hasst das Telefon, das gerade klingelt. Umweltamt, Gammelhieb. Aus der Domstadt, ein wichtiger Anruf. Regierung, sind Sie zu sprechen? Seine Sekretärin klingt atemlos, aufgeregt. Ich wünsche mir ein Leben, in dem mich Anrufe aus der Domstadt auch in freudige Aufregung versetzen, denkt er resigniert. Natürlich, sagt er mit tonloser Stimme. Natürlich ist er zu sprechen. Wie auch sonst. Wo war eigentlich der ruhige Posten hin, auf dem er sich bis zur Rente parken wollte? Was war eigentlich aus den Sommerlöchern geworden, die sich mit ein bisschen Eiskaffee und dem Studium der Zeitung am Schreibtisch aushalten ließen? Es ging bestimmt wieder um diesen verdammten Ponyverein, der ihm inzwischen schon einen Anwalt wegen dieser Mistverordnung auf den Hals gehetzt hatte. Ja, klar, man hatte das ein bisschen großzügig ausgelegt, aber die Gesetze geben das her. Und nun, was war daraus geworden? Ein Haufen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er hatte noch versucht, die mit irrsinnigen, schwindelerregenden Strafzahlungen davon abzuhalten, sich zu wehren, aber da hätte man auch versuchen können, einen Haufen wütender Wespen mit tibetischen Gesängen milde zu stimmen. Man musste die doch irgendwie mundtot kriegen. Dieses ewige Beharren darauf, diese Bauschuttsache mit dem Schlossteich in Ehrlichstedt wieder auszugraben. Nein, da war er nicht für zu haben. Er hatte das gemacht nach Vorschrift und die Akte war sauber. Nicht nur, dass man das auch von oben nicht wollte, dass da eine Menge Staub aufgewirbelt würde. Auch ihm war das da nicht dran gelegen, da rumzuwühlen. Er hatte auch keine Lust darauf, dass sich da die Presse drauf stürzte. Elendige Sache, nicht elendige Sache, einfach elendig. Und das nahm kein Ende. Hauptstadt, das verhieß nichts Gutes. Hauptstadt, das verhieß leider auch nur diese Affäre, mit der er nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wollte. 5 Minuten später wusste er mehr. Und er hatte sich nicht getäuscht. Es war wieder dieser Verein und wieder Schloss Ehrlichstedt. Jetzt hatten sie etwas Neues aufgetan. Waldschutzverordnung. Er sollte sich da schlau machen. Ein Vororttermin, eine Begehung, die mit einer Anzeige enden musste. Die Pferde zerstören dort die Bäume und verspeisen den Wald. Ob die Pferde denn nicht im Schlossberg stünden? Fragte er in der bangen Hoffnung, der Kelch möge an ihm vorübergehen und ihm doch noch einen ruhigen Sommer bescheren. Vergebens. Unsinn, die scharfe Antwort. Da sei vielleicht einmal ein Schlosspark gewesen und das sei jetzt eindeutig Wald, ob er sich seinen Job erklären lassen müsste. Und das Beweiden im Wald sei verboten. Also solle er doch mal zügig auf die Einhaltung der Verbote achten und die Pferde dort rausschmeißen. Am besten von dem ganzen Gelände. Weg mit den Viechern. Machen nur alles kaputt und richten irreparable Schaden an. Er seufzt. Ob man sich das gut überlegt habe? Wenn er nun das alles von Amts wegen zu Wald erklären lassen würde, dann sei das erstmal Wald. Man könne da wohl die Pferde rausschmeißen, aber was dann? Dann dürfte man das nie mehr nutzen und die Idee vom netten Schlosspark könnte man vergessen. Wenn das Wald sei, dann muss man das zuwachsen lassen, naturnah und royal, ob das denn klar sei. Für immer und nie seien weite Begriffe, kam die klare Antwort. Und wenn die Pferde erstmal raus seien und der Schlosspark seinen wahren Besitzer zugeführt sei, dann werde man schon sehen. Er solle sich mal keinen Kopf zerbrechen, er solle sich nur auf die nächsten Schritte konzentrieren und die durchführen. Den Rest werde er dann schon sehen. Das Gespräch zu Ende und er mal wieder hier mit dem schwarzen Peter. Wunderbar. Er brauchte die Kohl. Die Kohl hasste die wie die Pest seit dieser Aufsichtsbeschwerde. Die würde er da hinschicken, die liebte es, sich da herumzuzacken. Es reicht auch, wenn er alles unterschreibt. Die Kohl soll an die Front. Die Marschrichtung ist klar. Alles Wald und alles verbieten. Pferde da raus und weg. Aufseufzend nimmt er den Telefonhörer wieder zur Hand. Die Zeitung und der kalt gewordene Kaffee liegen an der Seite des Schreibtisches. Weg, weit weg, in schier unerreichbarer Ferne. So. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber ich habe gerade Fabian richtig süß geärgert mit der Maus, denn er folgt immer der Maus mit dem Blick. Mal gucken, was er jetzt immer noch macht. Daraufhin wollte er dann die Maus fangen, was mich ein kurzes Stocken gebracht hat. Fabian, mach das nochmal, das war süß. Auf jeden Fall klingt das ja mal wieder echt nach Anstrengung hier. Er macht schon wieder, aber sein Kopf ist zu tief. Ich habe hier. Und jetzt schau hier. So süß. So süß.
Ich wurde abgelenkt von der kleinen Katze, die jetzt gerade meine Hand frisst. Es klingt auf jeden Fall schon wieder nach einer sehr interessanten Sache, da etwas zu Wald erklären zu lassen, was ja eigentlich irgendwie gar kein Wald ist. Aber das hatten wir ja eigentlich schon im vorherigen Abschnitt. Da sieht man, wie weite Kreise das zieht, weil eigentlich fing es ja dann bei dem Bonsai an, dass der das erfahren hat. Und irgendwie ist es dann bis nach ganz oben in die Domstadt gekommen. Also schenkt es... Aua, nicht übertreiben. Hängt das alles ja irgendwie zusammen. Also es zieht alles ganz schön weit die Kreise und alles nur wegen eines kleinen Ponyvereins. Da fragt man sich manchmal, ob sie nicht mehr Druck wegen nichts machen. Komm hoch. Fangs. Traut sich nicht. So. Am Sonntag kommt ein neues Video von Raban und Quintino. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehofft. Und es gibt auch viel Neues, viel Lustiges, Spannendes passiert und das werden wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es sieht so aus, als würden wir diese Saison noch erst denken, dann reden. Als würden wir diese Saison noch Rabans allererstes Turnier erleben, denn wir haben Anfang Oktober ein Turnier und es sieht so aus, als würde eine unserer erfahreneren Reiterinnen ihn dort im Reiterwettbewerb Schritt-Trab vorstellen. Wir haben uns entschieden, erstmal nur Schritt-Trab zu gehen, denn es ist ein allererstes Turnier. Und wir wissen ja gar nicht, wie aufgeregt er da ist und wir wollen ihn noch nicht überfordern, weshalb wir denken, Schritt-Trab ist erstmal voll okay für ihn. Er wird auch in einer Abteilung mit einem Pferd von uns vom Stall laufen, dass es für ihn entspannter ist. Und wie gesagt, eine Reiterin reitet auf ihn, die da auch schon erfahrener ist, die locker auch schon höhere Wettbewerbe reiten könnte. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber wie gesagt, es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Idee ist jetzt mal da, wir werden das jetzt auch mal nennen und darauf fleißig hintrainieren. Denn wie gesagt, natürlich sollte er das locker durchlaufen können. Er ist jetzt... noch nicht auf einem E-Stand, aber er kann sicher Schritt, Trab, Galopp auf jeden Händen gehen und circa galoppieren. Also sollte das eigentlich für ihn keine große Hexerei sein, da ein bisschen Schritt, Trab rumzulaufen und auch das ohne Bügeltraben haben wir auch schon fleißig und oft gemacht. Aber wie so ein Pferd dann in der Turniersituation reagiert, wissen wir ja, dass das unterschiedlich ist. Also wir hatten ja schon mehrere Pferde, die das erste Mal auf Turnier geritten sind. Und es kann natürlich sein, dass wir da hinfahren und er total mega aufgeregt ist. Und dann wird er natürlich auch nicht starten, denn wir wollen da weder das Pferd noch den Reiter noch irgendwas gefährden. Aber der Plan ist erstmal da und wir werden das auf jeden Fall auch filmen. Auch wenn es vielleicht der größte Reinfall dieser Welt wird, werden wir es auf jeden Fall auch filmen. Das heißt, ihr dürft uns da fleißig die Daumen drücken und ich glaube, das wird ganz interessant werden. Jetzt würde ich aber sagen, freut euch erstmal auf Sonntag auf ein neues Video von Quintino und Raban. Tschüss!